Am kommenden Sonntag, den 5. Dezember, ist der Internationale Tag des Ehrenamtes. An diesem Tag sagen wir Dankeschön an alle, die sich ehrenamtlich engagieren, sei es in Vereinen, wenn es um Sport geht, sei es in Vereinen bei Umweltfragen, sei es Menschen, die sich im Bereich der Kultur engagieren, aber auch bei allen, die in der Nachbarschaftshilfe Menschen unterstützen, die Hilfe benötigen. Ich möchte diesen Tag nutzen, um auch noch einmal für das Ehrenamt zu werben. Sie können sich hier bei uns in der Stadtverwaltung bei unserer Mitarbeiterin Hanna Bosle informieren, wenn Sie eine Idee haben, sich zu engagieren, wo das in Herten am besten möglich ist. Sie können aber auch das direkt bei den Vereinen tun und auch Ihre Interessen und Ihre Wünsche äußern, unter welchen Bedingungen Sie bereit wären, sich für unsere Stadt und für die Menschen hier in Herten ehrenamtlich zu engagieren. Gleichzeitig möchte ich Sie einladen, im Rahmen des Bürgerpreises 2021 mal zu schauen, wen kennen Sie aus Ihrer Umgebung, der in einem Verein, aber auch möglicherweise privat, gar nicht so im Schein der Öffentlichkeit sich ehrenamtlich engagiert, und nennen Sie uns den Namen, sagen Sie kurz, warum Sie das Engagement dieses Menschen besonders schätzen, und eine Jury wird dann beraten, ob ein Vorschlag für den Bürgerpreis in Frage kommt. Der Bürgerpreis ist ein schönes Instrument, um die Aufmerksamkeit auf das ehrenamtliche Engagement einer Stadt zu lenken. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich an dieser Nominierung für den Bürgerpreis 2021 beteiligen würden. Ich danke allen, die sich in Herten freiwillig und an vielen Stellen einbringen zum Wohl der Menschen, und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute und vielen Dank.